Die Passionsgeschichte. Dies ist ein Erklärvideo über die Passionsgeschichte. Bereits bei der Salbung mit Nadenöl wusste Jesus, dass er verraten werden würde. Am selben Tag ging Judas zu den hohen Priestern und verriet Jesus. Die hohen Priester waren sehr froh über diese Nachricht und versprachen ihm Geld. Dann, beim Abendmahl, erzählte Jesus seinen Jüngern, dass er weiß, dass einer von ihnen ihn verraten wird. Die Jünger waren aufgebracht und fragten ihn nacheinander, bin ich's? Jesus gab aber keine Antwort. Danach brach er das Brot und sprach, das ist mein Leib. Er nahm den Kelch, dankte und sagte, trinkt alle daraus, denn dies ist mein Blut des Bundes, was für viele vergossen wird. Am nächsten Tag ging Jesus zu Petrus und berichtete ihm, heute in dieser Nacht, ehe der Hahn zweimal kräht, wirst du dreimal verleugnen, dass du mich kennst. Daraufhin war Petrus sehr aufgebracht. Jesus ging in den Garten Gethsemane und beauftragte drei Jünger, dass sie auf ihn aufpassen sollten, während er betete. Doch diese schliefen ein und Jesus hatte keinen Schutz mehr. So kam Judas mit den hohen Priestern und sagte zu ihnen, den, den ich küsse, der ist es. Ergreift ihn. Dann ging Judas zu Jesus, begrüßte und küsste ihn. Das war das Zeichen für die hohen Priester und sie nahmen Jesus mit. Als Jesus dann vor dem Hohen Rat stand, suchten die Hohen Priester und der ganze Hohe Rat Zeugnisse gegen Jesus, damit sie ihn zu Tode verurteilen konnten. Doch sie fanden nur Falschaussagen. Danach fragte ein Hohenpriester Jesus, ob er wirklich der Sohn Gottes ist. Jesus antwortete, ich bin's und ihr werdet sehen, den Menschensohn sitzen zu Rechten der Kraft und kommen mit den Wolken des Himmels. Dies sahen die Hohenpriester als Gotteslästerung und sie stellten Jesus vor das Volk. Zur gleichen Zeit verleugnete Petrus Jesus dreimal beim zweiten Hahnschrei, wie Jesus es vorausgesagt hatte. Und bei diesem Gedanken weinte er. Das Volk durfte dann zwischen Jesus und Barabbas, einem Verbrecher, entscheiden. Doch sie entschieden sich dafür, dass Barabbas frei darf und Jesus zum Tode verurteilt wird. Daraufhin ging Jesus zu Golgatha, der Schädelstätte. Er wurde mit zwei Verbrechern gekreuzigt, die links und rechts von ihm standen. Außerdem wurde Jesus vom Volk verspottet. Kurz vor seinem Tod betete Jesus zu Gott und als er dann starb, zerriss der Vorhang des Tempels in zwei. Und die Leute sprachen, Jesus war wirklich Gottes Sohn. Jesus wurde in sein Grab eine Felsenhöhle gelegt und ein Stein wurde hervorgerollt. Als Maria von Magdala und Maria, Jesus Mutter, Jesus am dritten Tag besuchen wollten, war der Stein beiseite gerollt. Sie sahen einen Mann, der ihnen berichtete, dass Jesus auferstanden ist. Jesus offenbarte sich dann vor seinen Jüngern und seiner Familie und sagte zu ihnen, predigt das Evangelium und wer glaubt und getauft ist, der wird selig werden, wer aber nicht glaubt, der wird verdammt.